Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf Bassinator LP. Normalerweise solltet ihr jetzt hier das Bildschirmchen von Terra Online sehen. Leider hat Terra Online keine Lust auf mich oder so. Lässt sich nicht starten. Und da habe ich 2 Tage lang rumgeladen und versucht und gemacht und es geht einfach nicht. Deshalb jetzt die Sims 3 als neues Let's Play. Und wir suchen uns ja erstmal aus, wo wir das machen. Bridgeport. Neverglade nicht. Silent Hill schon gar nicht. Starlight Shores oder Sunset Valley. Ah, es ist schwierig. Ich glaube, ich mache mal Starlight Shores. Ja, übrigens auch im Livestream sind wir gerade noch drin, ne? Wie immer live Let's Play. Und ich müsste das mal im Dashboard eintragen, dass wir jetzt hier nicht mehr FIFA spielen. Mache ich dann nach der Folge. Ja, das Mikro pfeift ganz schön, weil es ein ziemlich billiges Mikro ist. Und es pfeift auch nicht das Mikro, sondern der extrem laute Lüfter im PC. So einfach ist das. Ich hatte eigentlich ein schönes Headset, das das gut unterdrückt hat. Leider hat es den Geist aufgegeben. So, wir erstellen eine neue Stadt. Also, fangen wir eine Stadt an. Oh, und dann können wir hier ein bisschen was suchen. Schmiedeeisenzaun. Mhm. Ein Geisterhund, na was das wohl ist. Ein Geist, könnte der Kollege sein. Mausoleum der Familie. Hängende Straßenlampe für draußen. Was eine Straßenlampe für draußen ist, hätte ich ja nie gedacht. Überreste. Wo sind denn hier Überreste? Hier vielleicht? Ja. Ein Geisterhut. Sitzt natürlich auf dem Kopf des Geistes. Ein kleiner Kirschbaum. Soll das der hier sein? Jawohl. So, Powerbox. Na, das bin doch ich. Wo ist denn hier eine Powerbox? Yeah. Tischfußball. Sieht das Ding danach aus. Übrigens, an die Leute im Livestream, denkt euch schon mal einen Namen für die Familie aus, die wir gleich erstellen werden. Musiknoten. Schwören hier überall rum. Voll Glamour. Was ist denn Voll Glamour? Wo soll ich denn wissen, was Voll Glamour ist? Das Bild da? Ah. Ein Zweisitzer. Alle haben, Alter, alles haben Unterhaltungssystem. Fenster aus der Dose? Was? Fenster aus der Dose? Aus der Dose. Hm. El Grungo, was ist denn das? Die Gitarre. Esszimmertisch. Ach, da hinten. Kaffeetisch, das ist dann der hier. So, geht los. Oh, und Moped followed hosted. Das ist auch schön. Sehr schön. So, Sims erstellen. Wir brauchen einen Familiennamen. Ich bin immer so einfallslos. Kuckepuff. Der ist eigentlich schon ein guter Name. Kuckepuff. Mama Kucku. Puff. Kuckepuff. So heißt der junge Mann jetzt hier. So. Fit. Natürlich. So. Ja, da haben wir schon den Namen gefunden. Vorname Herbert. Herbert Kuckupaff. Wer kennt ihn nicht? Jetzt eine schöne Friese erstellen. Ja. Mal, das sieht doch schon sexy aus. Der Mann meiner Träume. Nehmen wir mal hier so. So. Was haben wir da für schöne Frisuren? Schöne Haarfarben hier. Nee, das haben wir schon bei anderen. An Wochenenden geht er mal als Drag Queen irgendwo hin. So.
Das war schon mal geil. Viel jetzt an den Gesichtern und so werde ich nicht ändern. Guckepuff. Das ist natürlich auch ein interessanter Name. Guckepuff. So, erstmal hübsch machen den Kollegen. Das sind wir natürlich nicht an den Haarwurzeln, das ist ja Quatsch. Mal so. Die hübsche Behaarung. Naja. Krieg ich ein bisschen leichte Behaarung hier, so. Hinten auch. So. Die Arme auch ein bisschen, natürlich. Auch die Beine etwas. Oha. Alter, ist ja ekelhaft. Und so, muss reichen. Und die Füße auch. Füße geht nicht. Doch, etwas. Ja, ne? Conchita-Wurst in dick, dann aber. Stimmt eigentlich. So, und da wird das Spiel wieder voll laut. Weiß gar nicht, ob ich das übertönen kann. Ich hasse das. Voll der Bug. Muss ich immer so schreien, weißt du? Hallo! Ist das laut? Schick. Klappt mit dem Übertönen, ja, das ist sehr schön. Da wollte wieder jemand im Chat irgendwelche Links posten. Das mögen wir, ja. So, ein hübsches Näschen. So geht das schon. Die Lippen müssen schön voll sein. Oh ja. Make-up. Lass mir die Augen hübsch machen. So. Und dann noch die Lippen. Die Lippen müssen sehr sinnlich sein. So. Ja, so, so geht das schon, oder? Na, wir machen mal so. So ist hübsch. So. Jetzt braucht er natürlich noch Kleidung.
Ja, das sieht doch schon mal sehr hübsch aus. Ja. Ja, das schon eher. Schicke Schuhe. Gehören natürlich auch zu jedem schicken Mann. Ja, ein paar Stiefelchen. Sehr schön. Abendkleidung. Als würde der weggehen. Den lädt doch keiner ein, den Fettsack hier. Ne, hier in Rot. In Rot muss schon sein. So, was haben wir denn für schicke Hosen dazu? Eine farblich gewagte Kombination aus Bläh und Bruch. Oh, schicke Schüchchen dazu, ja. Und dann kriegt er natürlich noch, ja, zum Weggehen. Eine schöne Uhr. Für Gold hat es nicht gereicht. So. Dann haben wir jetzt hier Schlafanzug. So viel wie möglich an, bitte. So, nehmen wir das hier. Sonst geht das schon. So, das ist jetzt Sport. Sport ist Mord, sagt er. So. Oder mal schwarz. Und die Schuhe gehen eigentlich auch schon, passen gut. Ein wunderschöner Mann. So, hier aber die Unterkleidung und oben, also denn der beim Baden mit so einer Kette. Macht doch kein Mensch. Hier. So. Herrlich. Jetzt sind wir schon fast fertig mit dem ersten. Ich muss nur noch mal den Namen. Gucke, Puff. Den mache ich erstmal noch den Namen, sonst vergesse ich das wieder. Gucke, Puff. Oder sollte das der Nachname? Gucke, Puff. Gucke, Puff. Als Nachname? Nee, er hat Kucku Puff gesagt, oder? Gucke, Puff. Wir machen mal als Nachnamen Gucke, Puff. Gucke, Puff. Das war ein W. Gucke, Puff. Und als Vorname nehmen wir einfach mal Kunibert. Kunibert. Wieso Kunibert? Kunibert, habe ich gesagt. Kunibert. Kunibert, Gucke, Puff. So, Merkmale. Der ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, eine Diva. Ein geborener Darsteller. No. Nach dazu, pass mal auf, er ist ein guter Küsser, ihr werdet noch sehen, warum. Vielleicht ein bisschen mürrisch. Und ein Partylöwe vielleicht? Ne, ein Snob. Das ist ein Snob. So. Heiratsschwindler, eifriger Liebhaber, Stimmlingene, Leben im Luxus, Meisterakrobat vor allem. Nein, er möchte ein Leben im Luxus, denke ich mal. Lieblingsessen ist frittiertes Sandwich mit Erdnussbutter und Banane. Lieblingsmusik ist Kindermusik. Und er mag Blau. Miapsos, Chabu. Ja, das klingt doch schon ganz gut. Biografie bearbeiten, yeah. Nein, wenn er metrosexuell wäre, wäre er überall am Körper rasiert. Und er ist Jungfrau.
So. Ich finde das sexy, wie er so dasteht. Aber wir machen jetzt seine Frau. Denkt euch schon mal einen Vornamen für die Frau aus. Ja, gell? So. Susu. So. So. So, ein Name für die Frau. Heike an der Klatsche ist ein bisschen lang, glaube ich, als Vorname. Aber mach mal Heike-Klatsche. Heike Klatsche, da passt schon gar nicht mehr das E, scheiße. Ja, nur Heike. Heike ist okay. So. Die Haare. Heike wird natürlich eine wunderschöne Frau. Deshalb muss er auch ein guter Küsser sein. Sonst hätte er sie nie rumgekriegt, die gute Heike. Jetzt mal eine schöne Frisur finden. Hätte ich gerne mal eine mit einer schönen Kurzhaarfrisur. Aber da habe ich gar nichts Schönes. Gott. Es geht ab. Na komm, mach mal die. Und schön rot. Schön rot. Dann noch die Augenbrauen. Und die sind natürlich auch nicht an den Haarwurzeln angepasst. Das ist ja so auch schön schwarz. Die Wimpern etwas. So. Weiter zum Aussehen. Das sieht schon mal ganz nett aus. Ja. So, was haben wir hier noch? Wangenfülle. So, Kieferbreite. Natürlich wenig. So. Ich find's immer wieder geil. Wie so ein kleines Äffchen. So, kleines Köpfchen. Unterwissen und sowas hat sie natürlich nicht. Mal von der Seite gucken. Huch. Ey, ich wollte jetzt nicht die Haare. Das war mein Kiefer. So. Jawohl. So. Die guckt mich immer so komisch an, es ist schlimm. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche von den vielen, aber die haben erst zu fressen gekriegt. Es war erst Weihnachten, das muss reichen. Nein, die kriegen natürlich täglich nicht zu viel, nicht zu wenig. Kriegen mehrmals. So. Die Augen. Schöne große Augen. Aber da muss ich auch nochmal ran. So.
Ich bin Schneewittchens Stiefmutter. Nein. Unteres Augenlid. Ja. Ne. Das bleibt mal so mittig. So. Ja. Augenform. So. Nein, das ist nicht mehr FIFA. Aber ich muss erst warten, bis die Folge fertig aufgenommen ist hier. Was gleich der Fall sein wird. Ich habe nämlich vergessen, das umzuändern, bevor ich das Let's Play jetzt gestartet habe. Wir sind hier im Live-Let's Play. So. Der Augenabstand könnte etwas... Hüp, hüp. So. So geht das. Hier Özil. Nein, natürlich nicht. Oh, das Stupsnäschen, so muss reichen. Genau, FIFA gibt's wieder nach dem Let's Play, nach der Aufnahme. Etwa 7 Folgen werden's. So, das Make-up. Das hier ist doch schon ganz nett. So, etwas transparenter. Sehr schön. Eyeliner. Was ist das? Oh, Gottes Willen. Das hier geht. Dann. Sieht immer sehr merkwürdig aus. Ich suche ein bisschen was, das nach real aussieht, so wie das hier. Natürlich auch hier wieder schöne Lippen irgendwie hinkriegen. Das hier sieht gut aus. So, jetzt die Augen. Die kriegt braune Augen. So. Kommen wir mal noch schnell zur Kleidung. Wieder ordentliche Idioten im Chat. Ist super. Samstags ist der Hit. Es ist Wahnsinn. Ich brauche dringend mehr Moderatoren. So, wie stylen wir die gute Frau? Was gibt es denn an Vorgefertigten? Ist da vielleicht was Schönes? Für eine Frau, die nichts hat. Für den Alltag. Da ist ja gar nichts bei. Da hat jemand echt Langeweile. Macht sich 1000 Accounts und ballert alles voll. Ist bestimmt Randy. Naja, wir machen die gute Frau jetzt hier noch ein bisschen fertig und dann ist eh Aufnahmepause. So, wir machen das. Dazu. Ja. Sieht schon ganz nice aus.
diese Schüchchen hier. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ein paar Stiefel. Lass mal weiße finden. Lass mal Hauptstiefel finden. Hier. Naja. Geht. Müsst ihr vielleicht noch Rock oder sowas her? So. Jawohl. So, passt das. Dann die Abendkleidung. Dann nehmen wir was Fertiges. Da gibt es ja Gutes. Na, das nicht. Ja, das sieht doch hübsch aus. Das nehmen wir noch gleich mal. Dann die Schlafkleidung. Ja, sie geht sexy mit ihrem Mann ins Bett. Aber ja, sowas. Sowas hier, das ist doch fein. Die Sportbekleidung, da gibt es ja auch wieder. Also, das ist ja wohl. Ne. Dann nehmen wir halt. Gar nicht so viel. Also was ganz Normales. So. Und. So, genau. Dann noch die Schüchchen. So. Und jetzt noch die Badekleidung. Ja. Ja, ja. Hier schön blau gestreift. Das nehmen wir. Ja, hier im Chat sind wieder Kindergartenkinder am Start. Das hat man öfters mal um die Uhrzeit. Kann man nicht viel machen. So, sie ist athletisch. Sie ist eine begabte Köchin. Ein Bücherwurm. Charismatisch natürlich. Und ordentlich hätte ich gern noch drin. Ordentlich. Jawohl. Lebensziel. Athletin, Kanalbibliothek, Spitzenspionin, Börsegewand, Nachrichtensprecherin. Total beliebt. Wir machen erst ihr eine Sportlerin. Sie isst am besten was Vegetarisches. Gemüserollen. Musik mag sie Hip-Hop. Und sie mag Weiß. So, und sie ist ein wilder Stier. So, die beiden hätten wir jetzt. Die beiden hätten wir jetzt. Und damit ist die erste Folge auch schon fertig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play The Sims 3. Bis dahin, tschüss.